Aber ich finde, in diesem Spellforce sollte man sowieso keinen reinen Magier spielen. Eigentlich. Ja. Jetzt, wo ich Order of Dawn halt als Fernkämpfer gespielt habe, habe ich so gemerkt, eigentlich ist es wirklich das Beste für den Hauptcharakter, entweder leichte oder schwere Kriegskunst nur zu wählen und dann eine Magieart. Das würde theoretisch auch ziemlich gut gehen. Also leichte Kriegskunst, kleine Klingenwaffen und leichte Rüstung, so wie es hier ist. Und dann halt entweder weiße Magie mit Leben und Segnung oder Leben und Natur. Weil dann hat man 6. Verschiedene Sachen, die man skillen muss. Kann die auch ganz gut mit den Skillpunkten dann skillen. Also man kriegt ja insgesamt 100 Skillpunkte. Zusammen. So, hier sind wir durch das Pflanzengewusel. Hoffe ich jedenfalls mal. Speichern wir sicherheitshalber mal. Das ist eigentlich meine Hauptquest gerade. Begebt euch nach Süden zur Feste der Dunkelelfen. Alleine ist es unmöglich, nach Urgaf durchzubringen. Die Hilfe der Dunkelelfen dieses Landes wird nötig sein. Ihre Feste muss im südlichen Teil des Landes liegen. Mhm. Ja, die hatten wir gerade geplündert. Bär beschwören. Ja, wenn man Natur auf 10 hätte, wäre das gar nicht mal so schlecht. Oder Natur auf 10 kriegen würde. Ja, hier sehen wir Kitar-Krieger. Da sehen wir das Portal zum nächsten Gebiet, zum atmenden Wald. Oh. Tag, Kumpel. Wir werden angegriffen! Okay, der schafft es wieder öfter. Wir werden angegriffen! Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen. Wir gehen jetzt mal weg. Können wir nicht, weil uns wieder eingefroren. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Wobei ich eigentlich echt halb froh bin, Heilzauber genommen zu haben. Flop.
das erhöht dann doch ein bisschen unsere Longevity. So, die Irrwische, die sollten kein Problem sein mit Level 10. Ach, hier unten wäre auch noch einer gewesen, ja. Das ist ein Hinterhalt! Da, guck mal, was für einen Schaden ich dem Irrwisch mache. Der ist im Nukanax weg. Und das ist ein Hinterhalt! Der Klingenweber, sobald Zersetzen auf ihn wirkt, auch. Standhalten, Männer! Oh, noch ein Klingenverteidiger. Oh, zweiter Klingenverteidiger. Wie gesagt, gegen zwei will ich nicht unbedingt kämpfen. Da drüben ist auf jeden Fall ein Kartei-Lager. Kita-Lager. Kartei war was anderes. Oh, die drehen hier an der Stelle um. Okay, gut. Wir werden angegriffen! Habe ich irgendwie eine Anzeige, wie viele Erfahrungspunkte? Nein, das ist einfach nur die Anzeige und das war es. Keine Anzeige in Zahlen. Ja, und das hier ist das Problem, warum wir nicht einfach ins nächste Gebiet gehen können und dieses ignorieren. Zwei fette, schwarze Türme, die im Weg stehen. Wir werden angegriffen! So, für den Rest müsste ich erstmal eh hier hoch. Da hoch soll die nicht gehen, da ist ein noch ein Karteilager. Kita-Lager. Na, da bleiben uns eigentlich nicht viele Möglichkeiten aus, uns irgendwo durchzukämpfen. Was für ein Level haben die eigentlich so? 19, huh? Sind also nicht mal so schwach, die Kita.
Die Linien müssen halten. Hier gibt's gar nichts. Was habe ich jetzt eigentlich schon von den Dunkelelfen? Nur ein kleines Haupthaus, okay. Klingenweber. Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! Noch sind die beiden Verteidiger nicht wieder in Sicht. Oh, aber dafür sind da drüben die... ersten Elfengebäude in Sicht. Da kommt der erste Verteidiger. Das heißt, der zweite wird gleich folgen wahrscheinlich, wenn die einigermaßen synchron laufen. Die Linien müssen halten! Ah, von hier aus sehe ich gut das Kit. Wir werden angegriffen! Kitai-Lager. Sind übrigens komische Irrwische. Okay, das ist nur ein Klingenweber, der da kommt. Die Linien müssen halten! Okay, der Verteidiger, der will hier hoch. Schieße ich mal auf ihn von hier aus. Ich hoffe einfach mal, dass wenn ich hier hoch wegrenne, der andere nicht auch gleich kommt. Standhalten, Männer! Ja, verausgabt dich mal ruhig. Die Linien müssen halten! Okay, du hast ziemlich viel Saft. Das ist ein Hinterhalt! Runenkrieger, zu mir! Noch einer, oh Gott. Das ist ein Hinterhalt! Ich hoffe, ich kann den schnell ausschalten. Runenkrieger, zu mir!